Hallo, ich bin jetzt willkommen zurück zu City Skylines. Wir sind immer noch in unserer wunderschönen Stadt und ich habe die Steuerung wieder verpennt, so rum war's. Mein Gott. Ja, gut. Heute steht an, genügend Strom zu bekommen. Da haben wir anscheinend ein Problem. Wollen wir mal gucken, wie alles angeschlossen ist. Nicht, dass ich das letzte Mal irgendwas verpennt habe. Ja, ist doch ist alles angeschlossen hier. Achso. Da fehlt schon Kraftstoff. Kohle fehlt. Was machen die denn immer mit der Kohle? Ey, das ist echt so ein Problem. Da haben wir ja auch wieder einen kleinen Stau. Das ist der Kreisverkehr vielleicht doch nicht so die Optional. Das Beste. Was können wir eigentlich noch so für schöne Gestalten bauen? Den haben wir jetzt. Keiner Kreisverkehr. So ein Ding können wir noch bauen. Das lohnt sich also für eine Autobahn. Dann ist das ein großer, wa? Ne, ist genau der gleiche. Ne. Kleinen Hammer. Kann ich da vielleicht noch einen kleinen reinbauen? Wäre ja krank, ne? Wäre aber cool. Das ist nochmal so ein rundes Ding. Und das ist so ein... Ah, okay. Also, warte mal. Wenn man da so einen kleinen noch reinsetzt... Würde das Sinn ergeben? Locker nicht, aber hätte schon Style. Aber wir können ja so eine... Die meisten wollen ja hinten auf die Autobahn drauf, um dann weiterzufahren. Da könnten wir ja theoretisch so eine kleine Umgehung von dem Kreisverkehr bauen, oder? Die jetzt praktisch... Wir müssen natürlich den Stau verhindern. Bauen wir einfach so eine Hochstraße drüber. Die dann direkt hinten auf die Autobahn drauf führt. Ergibt Sinn, ne? Dann müssen die nicht durch den Kreisverkehr fahren hier so. Dann können die so Umgehung nutzen. Das machen sie auch. Das ist ganz cool. So können wir jetzt hier, wie deutlich zu sehen, Stau im Kreisverkehr drin verhindern. Das ist schon mal gut. Keine Ahnung. Das ist ein Kreisverkehr, warum haben die da gerade angehalten? Okay, war leicht dumm von denen. Also funktioniert das auf jeden Fall besser. Hier ist jetzt Problem. Verlassene Gebäude. Müll haben wir anscheinend auch ein Problem. Wir müssen erstmal, Müllverbrennung ist ganz unten, Mülldeponieauslastung ist hoch. Gebäude leert sich, also der Kollege leert sich und hinten der leert sich auch. Ja, ist vielleicht eine scheiße Idee, wenn sich beide gleichzeitig leeren, wa? Vielleicht mal sagen, hier hinten ein Industriegebiet, die ist 95% und die ist 44%. Hörst du mal auf und sammelst mal weiter Müll ein, weil hier hinten haben wir Probleme sonst. Wir machen hier auch ganz schön Dreck wieder, ne? Machen ganz schön Dreck. Haben wir eigentlich einen Staudamm schon gebaut gehabt? Nee. Haben wir noch nicht. Können wir noch gar nicht, oder? Staudamm? Nee, wollen wir bauen, ne? So, 11.000 braucht man dafür. Aber das sieht ja ganz gut aus. Wir sind ja auf einem guten Kurs da. Dorthin. Das mit der Sonne ist ein bisschen nervig. Man sieht immer nicht so wenig, wenn die gerade so aufgeht. Da sieht man immer nicht so schön. Hier, es brennt gerade was. Kommt da auch brav die Feuerwehr. Ah, wo ist denn der Weg? Hier unten erst. Ey. Die Straße sieht auch ziemlich voll aus, ne? Die Straße ist auch ein bisschen viel befahren. Können wir vielleicht da auch noch? Hier hinten ist das schon so eine Anbindung dran, ne? Hier haben wir schon eine, genau. Ach, hier waren wir beim letzten Mal beim Bauen, ne? Gut, ja, Zurückstraße brauchen wir hier noch nicht. Das ist auch ein Kuddelmuddel, was wir hier gemacht haben. Das müssen wir vielleicht so nochmal abreißen hier. Das ist ein bisschen doof gemacht von hier. Die muss ja, wenn die hier rüber geht, sofort runter. Damit dann noch... Hab ich die falsche Richtung gebaut, ne? Damit die noch auf der anderen Seite lang passt. Die muss ja noch eine Straße drüber. Die muss... Das heißt, die muss... Das ist falsch. Ich wollte das gar nicht setzen. Kack-Modus hier. Den will ich haben.
Nee. Oh, Junge. Kommen wir nicht klar mit meinem Leben hier. Ja? So ist die Straße. Schon so bauen, ja. Ja, okay. Noch so, dass sie drunter geht. Okay, ist natürlich auch eine harte Verwirrung, wenn ich die so baue. Wird nicht gehen, wa? Ich glaube, das ist auch ziemlich krank dann. Dann die ganze Geschichte. Jetzt der Winkel wieder scheiße. Das Straßensystem ist auch bei uns allgemein ein bisschen doof gebaut, ne? Einfach da dran machen. Das wäre doch was cool. Geht doch. Ja, es ist halt Marke Eigenbau, ja. Es hat, ist halt besonders in so einer Stadt. Die ist halt nicht so. So, ich klatsche da mal eben ein Autobahnkreuz hin, sondern ich mache da mal einen richtigen Chaos. Mach da halt mal richtig, richtig Chaos. Nicht nur so halb, sondern so richtig, richtig. Wie bei den Kollegen für Strom. Ein Gebäude ist abgebrannt. Wo ist der Uf, du? Feuerwehr, wir brauchen mal Feuerwehr im Industriegebiet hier, im Landwirtschaftsindustriegebiet. Was wir übrigens schon fertig haben, ich dachte, das haben wir noch gar nicht gemacht. Was ist denn das hier? Na, scheiße gebaut. Und dann wieder eine Ampel, die wollten wir ja noch alle wegmachen, ne? Ampel? Bin ich jetzt falsch? Wie war das mit den Ampelsteuerung? T, ne? Ne, Shift-T? Wie komme ich noch rein? Die Ampelsteuerung. Kennt er die hier gar nicht? Ampeln. Ampeln. Es kam übrigens gerade eben ein Update raus. Das habe ich gerade eben noch geupdatet. War, hat mir überhaupt nicht gepasst. Deswegen kann es sein, dass das jetzt vielleicht nicht wirklich mehr funktioniert. Wäre doof. Das war doch eindeutig mit Steuerung T. Oder was war's? T passiert auf jeden Fall. Add remove track lights. Klick vom Menü. Lässt mich da nicht rein. Schmeißt mich da immer wieder raus. Klick geht nicht. Okay. Das ist doof. Wenn wir die Ampellights erstmal anlassen. Hier wächst die Industrie definitiv schon mal. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht, weil die brauchen jetzt auch Strom. Wir haben keinen Strom. Aber die brauchen natürlich jetzt auch dringend Arbeitsplätze, oder? Brauchen wir noch ein bisschen. Wohngebiet ist nicht so gefragt. Momentan brauchen wir Gewerbegebiet und erstmal Strom. Was machen wir mit Strom? Wenn wir Strom brauchen, brauchen wir Strom. So, hier weht doch gut Wind, oder? 8. Bin ja so ein. So Windenergie ist ja schon ganz nett. Setzen wir uns mal zwei Dinger hin. Strom haben wir ein bisschen das Stromproblem gelöst. Windenergie ist vor allem auch ein bisschen unabhängiger. Hier können wir den ganzen See voll zuklatschen, wenn wir das mal gekauft haben. Ey, das wäre der Wahnsinn. Ja, ja. Yeah. So, hier fehlt das. Kriegen wir einen Bodenwert. Parks. So liegt das an dem Friedhof. Du willst einen Park haben. Kriegst du Park. So nur sagen. Wir können auch nur einen Baum in dir hinsetzen. Ein Baum kommt, glaube ich, nicht so gut. Wie Kiesweg, ey. So weit kommt das noch. Japanischer Garten. Das ist ja süß. Ja, da passt er hin, oder? Passt der hin? Ein japanischer Garten. Die Stromleitung können wir ja theoretisch wegnehmen. Weil es ist ja alles jetzt hier schon
eigentlich brauchen wir gar keine Stromleitungen mehr in das City, sondern ist ja alles mittlerweile verbunden. Außer der Windpark, da weiß ich gar nicht, wie es aussieht. Ne, der ist ja auch am Rand verbunden. Das kann eigentlich alles weg. Die sind alle verbunden. Ist ja hier nicht so wie im echten Leben, wo man dann wirklich viele Stromnetze braucht. Hier ist das ja alles so verbunden. Außer hier, hier gibt es ein kleines Problem. Die scheinen irgendwie nicht verbunden zu sein. Achso, hier fehlt gerade der Strom an sich. Ich jetzt wirklich... Vielleicht habe ich jetzt doch irgendwas vom Netz genommen. Boah, eigentlich nicht, ne? Müsste passen. Ja, gut, das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass hier wieder zwei nicht mehr laufen. Wir brauchen halt Treibstoff. Deswegen müssen wir mal noch ein paar Mülldeponien brauchen. Müll haben wir sowieso. Müllverbrennungsstatus ist niedrig. Müll haben wir. Wie kostet das uns? 30.000. Produziert. 12 Megawatt. Ja, auch nicht so krass, ne? Aber hier kommt halt auch nur 12 raus. Oder 10, wenn das halt immer so niedrig läuft. Lohnt sich vielleicht sogar schon bald abzureißen, die Dinger. Dann machen wir hier Müllverbrennungsanlagen hin. Jetzt haben wir hier natürlich wieder durch den Kreisverkehr. Feuerwehr kommt. Die Feuerwehr kommt. Ist natürlich scheiße, es brennt nämlich schon so krass jetzt. Wir müssen die Feuerwehr direkt hier drin bauen, weil hier auf den Feldwegen, die aber zur Landwirtschaft passen, fahren die nur 30. Ah, es ist nämlich doof, deswegen bauen wir uns mal eine Feuerwehr dahin. Und zwar... zwei Stück, würde ich meinen. Eine hier unten hin und eine hier oben hin. Ah, für die oben haben wir nicht genug Geld. Optimal. Optimal ist das. Na, mal wenigstens. Gute Feuerwehr. Retten die das Ding jetzt hier noch? Drei Feuerwehren sind da jetzt gekommen. Die müssen das Ding aber retten. Wenn das nichts wird, weiß ich auch nicht mehr. So, wir brauchen Gewerbegebiet. Es geht schon, wenn die Sonne unter ist. Das ist ja unglaublich. Alles leer hier. Ja, es ist doch Gewerbegebiet, oder? Ja. Wieso machen die zu? Ist der doof oder so? Wir wollten hier einen japanischen Gartenbau. Kann das sein? Kann das sein, dass da irgendwas war? Nee, kein Friedhof. Japanischer Garten. Hier standen noch keine Häuser. Ja, da lachen sie alle wieder. Gucken wir uns mal an. Oh, das sieht aber auch schön aus. Vielleicht ein bisschen wellig hier hinten. Hätte man vielleicht eben machen sollen. Wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen so an sich. Aber... warum nicht, ne? Was ist hier los? Nicht genug Arbeiter. Nicht annähernd genügend Arbeiter. Oh, Wohngebiete. Ja, sind natürlich weit weg. Vielleicht eine Buslinie? Können wir eine Buslinie bauen? Können wir eigentlich mal eine Buslinie bauen? Von hier hinten ins Gebiet rein, hier ins Landwirtschaftsgebiet auch so. Wir können ja hier auch die Shoparbeiter praktisch hier einen Kreisverkehr ziehen lassen. Ich meine, da habe ich ja auch kein Problem mit. Hier ist sowieso frei. Mensch. Wenn da irgendein Neubaugebäude hinziehen möchte, soll es doch bitte tun. Wenn ihr wollt, macht es doch. Ist ja jedens freie Entscheidung, das Ding da zu kaufen. Oder nicht. So, dann haben wir jetzt einmal genug Kohle für die Feuerwehr, ne? Da wollen wir hinten noch eine bauen. Damit das alles gut abgedeckt ist. Also gut. Ah, da kommt man gar nicht vernünftig ran. Das wahre Müsli. Very interesting. Aber wir können ja auch noch die Straßen fertig bauen. Das machen wir lieber beim Tag. Sehe ich überhaupt nicht. Schwarz blind. Und ihr beiden habt zugemacht. Was ist denn los mit euch? Das falsche Gebäude abgerissen. Super. Klasse gemacht. Hier hinten ist er tot. Wir wollen eigentlich... Ich habe noch nichts erreicht. Wir machen hier irgendwo Scheiße, oder? Nur um die ganze Infrastruktur erstmal zu verbessern. Können gar nicht weitergebauen. Brenz. Also brauchen wir da ein Gewerbegebiet. Wo bauen wir bei unserer Stadt Gewerbegebiet hin? Wir haben Rohstoff. Hier haben wir jetzt Landwirtschaft hingebaut. Das wird auch ganz gut genutzt. Hier hinten haben wir die Forstindustrie. Das hier hinten ist so normale Industrie. Die können wir eigentlich mal weg.
Ist das normale Industrie hinten? Kleidung gehen wir. Nur hier vorne ist noch Forst. Hinten ist jetzt normale angesiedelt geworden. Weil irgendwie anscheinend kein Schwein mehr Holz hat. Holz alle. Kann ja passieren. Deswegen kommt das alles weg, was kein Holz mehr hat. Weil hier hinten soll halt irgendein Holz sein. Eiswürfelfabrik und so braucht ja keiner. Hier hinten ist ein Holzgebiet. Ist einfach so. Das war jetzt zwar falsch, das war eins. Das war eine Straße, ein ganz dünnes Eis. War es eine Einbahnstraße? Nee, ne? Gut. Keiner gesehen. Nochmal gucken. Hier hinten sollte Forst hin. Eigentlich nur Forst sogar. Was habe ich dir noch gesagt? Forstindustrie. Hier hinten machen die jetzt irgendwie kein Forst mehr. Was soll ich denn davon halten? Oh, das ist was Wichtiges. Feuerwache. Frischstäbchenfabrik. Ja, es ist nicht Forst. Holzfirma. Holzfirma, Holzfirma, Holzfirma. Das ist okay, aber hier, nee, das sehe ich jetzt auch überhaupt nicht ein. Dass ihr mich hier einfach täuscht. Ich weiß, dass das nicht nett ist, die da rauszuschmeißen, aber nö. Hier muss schon Planung drin sein in dem ganzen Zeugs. Wenn ihr keinen Forst macht, habt ihr hinten nichts zu suchen. Spaß hat das nicht, hat bekloppt. Nein. Feuerwehr nicht abreißen. Was ist das hier so? Kartonfabrik, aber ist auch noch weg. Das hier ist aber dann Ende. So. Euer Ernst? Es regnet gerade? Wird immer cooler hier. Okay, dann machen wir jetzt mal dicht besiedeltes Gewerbegebiet hier hin. Hier überall, wo sich die Forstindustrie gedacht hat, nee, wir haben keinen Bock mehr. Dann machen wir dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. Ist doch Gewerbegebiet, ne? Gewerbegebiet. Ja, komm. Gewerbegebiet. Tüchtig besiedelt, allein schon, weil es geht. Hier jetzt vielleicht nicht so. Können wir noch die Industrie lassen. So. Schneit das hier oder regnet. Sollte das Ding noch eigentlich von alleine ausgehen? Uiuiui, was ist denn hier los? Vier Stück, das wird immer schlimmer. Ei. Oh, das sind jetzt die Straßentexturen sogar, ne? Krass. Sieht auf jeden Fall cool aus. Kann man mal tun. Unterbrochene Stromnetze. Was? Unterbrochene Stromnetze? Wo? 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 Nee. Eigentlich nicht. Alles ein Stromnetz. Na, hier hinten. Ja, gut, da hinten, ne? Wenn du auch am letzten Arsch wohnst, du scheiß Feuerwehr. Also, nee, habe ich nicht gesagt. Das ist natürlich keine scheiß Feuerwehr. Nein, ist es nicht. So, jetzt hat sie Strom. Ne? Strom. Ah, ist Strom. Perfekt. Kommen Sie neues Land, das kommen Sie kommen. Nee, ich komme mit meinem eigenen Land nicht mehr klar. Jetzt wird kein neues gekauft. Hier ist was abgebrannt. Also, Feuerwehr ist momentan so ein Thema, das ist... brauchen wir. Ja, das brauchen wir ganz dringend. Weil hier hinten haben wir gar keine Feuerwehr im Wohngebiet. War da nicht auch mal eine? War nicht, ne? Sehr doof. Brauchen wir hier eine hin. Noch Feuerwehr. Und dann brauchen wir hier natürlich auch noch eine hin. Brauchen wir viel Feuerwehr. Für viel Feuer braucht man viel Feuerwehr. Zitat des Jahres, würde ich meinen. Gebäude ist abgebrannt. Schade, Banane. Kann ich ja auch nichts machen. So,
Gut. Das läuft soweit. Dann haben wir hier das alles befriedigt. Haben wir hier links irgendwo was Besonderes an Ärzten? Nee, auch nicht, ne? Wir könnten theoretisch die Waldindustrie hier hinten noch ein bisschen machen, aber... Ja, nee. Und das mit der Forstindustrie finde ich jetzt eigentlich nicht so eine geile Idee. Die könnten wir hier, hier ist Erdöl, hier ist auch Erdöl. Hier sind überall Erze. Fruchtbares Land haben wir nur hier und da hinten. Aber den Wald, den können wir definitiv besser nutzen, ne? Den Wald können wir besser nutzen. Hier haben wir echt noch ein kleines Industriegebiet, können wir hier echt noch hinsetzen, so. Wenn ich mir mal einen Marker markiere, mal hier so. Dieses Gebiet ist halt nicht so big. Halt da auch nicht so am Strand dran, da können wir vielleicht noch eine kleine Wohnebene machen, für die ganz Reichen. Hier halt so ein bisschen, ja. Können wir bis an die Autobahn eigentlich dran machen, ne? So, mach mal, da können wir da eigentlich noch. Da haben wir ja das gerade verfügbar. Was ist das hier eigentlich? Freizeit. Ist neu? Nee. Gebiete. Bodenrichtwert. Deutschlichter Bodenrichtwert. Natürlich top. Ausgehende Verbindungen. Ah, Import Tourismus haben wir. Japanischer Garten und Tourismus. Na, ich werd verrückt. Apotheke. Tourismus? Seid ihr bekloppt? Okay. Alles klar. Wir exportieren also hier jede Menge. An Waren. Aber nichts an Landwirtschaft, komischerweise. Keine Agrarprodukte werden exportiert. Gesamtexport nur so viel. Und Import haben wir. Warum importieren wir hier? Das ist ja wohl. Und hier wird Erzprodukte importiert. Ich verstehe das alles nicht so richtig. Aber ist okay. Verschmutzung ist natürlich... ganz schön hoch hier überall im Industriegebiet, ist natürlich klar. Autos haben wir eigentlich ganz gut geregelt. Ebenen. Mhm. Gesundheitswesen. Könnten ja auch noch eine kleine Arztpraxis hinbauen. Glücklich sind sie eigentlich alle ziemlich gut. Keiner ist so richtig angry. Hier hinten jetzt vielleicht so ein bisschen, weil es ein bisschen laut ist wahrscheinlich. Oh, was hast du denn? Was hast du denn? Laut, wa? Gucken wir mal den Lärmschutz. Ja, bei dir hinten ist laut. Natürlich klar, was ziehst du auch dahin? Machst du so eine Scheiße? Bildung. Also, Bildung ist so ein Ding, da setze ich mich grundsätzlich nicht für ein. Aber ich glaube, hier sollten wir mal kurz eine Grundschule hinbauen. Hier hinten könnten wir eigentlich eine. Hier haben wir eine stehen. Hier haben wir auch eine stehen. Oh, hier hinten noch eine hin, ne? Nicht an Hauptstraße, das ist vielleicht eine Grundschule, könnte man nicht an der Hauptstraße bauen. Kollegs, das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. So, Grundschule haben wir berechtigt. 895. Kapazität 900. Zeigt er mir auch irgendwo an. Achso, Oberschule. Oberschule haben wir gar keine. Uni haben wir auch gar keine. Also 60% der Schüler haben einen Grundschulabschluss. Ich denke mal so... Die Quote könnte man auf 100 hochbringen. Grundschule könnte schon jeder haben. Oberschule haben nur 2%, also wir haben schon dumme. Uni hat 0%. Ja, okay, wir haben auch keine. Vielleicht können wir mal... Ja, das ist halt mit der Kohle, ne? Das ist das Problem. Das Geld fehlt uns. Das ist das große Problem hier in unserem deutschen Land. Obwohl, wie heißt das eigentlich, was wir so haben? Hier die Feuerwehr. Die kommt auf jeden Fall schon mal... Natürlich überall Werbetafeln. So läuft das auf dem Lande. Stehen auch mal ganz viele Gebäude. Sag ich mal. Ey, sag mal, das wohnt doch hier direkt neben der Feuerwehr. Warum brennt das ab? Was ist denn da los? Kollegen, so nicht. So, eigentlich haben wir jetzt
Industriegebiet sind sie alle glücklich. Wohnungen brauchen wir noch. Geringe Nachfrage nach Wohnungen. Keine Nachfrage nach Gewerbegebieten. Geringe Nachfrage nach Industrie. Gute Industrie haben wir noch, freie Flächen. Warum fahren wir da keine Industrie? Ach, da habe ich die weggenommen, ne? Können wir ja eigentlich wieder hinbauen. Zack. Kannst du ja noch. Kannst du ja noch machen. Und hier fehlt immer noch die Straße. Die war übrigens sehr intelligent wegzureißen. Was ist das für einer? So einer, ne? Ohne Grünstreifen, weil würde er eh hässlich aussehen im Gewerbegebiet. Industriegebiet natürlich. Da wäre es eh ein Scheiß hässlich. Also bauen wir hier hinten am besten unser Wohngebiet weiter. Wie weit geht das Wohngebiet noch? Da könnten wir die Straße ja schon mal für ziehen. Was ist das für eine? Sechsspurige Straße haben wir da gebaut. Ah, ich weiß nicht, vielleicht könnten wir doch mal eine Straße mit Bäumen machen. Würde vielleicht das Gesamtbild verschönern. Bäume. Wir bauen mal Bäume. Bäume sind immer toll. So, und die Straße, wo bauen wir die am besten? Am dürsten. Wo machen wir es am dürsten? Wollen wir hier schon so eine Hauptstraße machen? Vielleicht so ein... Mal so ein Kringel da. Und nochmal. Ja, machen wir ruhig mal so. Und dann machen wir hier hinten. Nicht an der Autobahn lang. Das ist immer so doof mit der Autobahn. Wir können es ja ruhig mal machen. An der Bahnschiene lang hin. Außen rum. Hier so einen kleinen Kreis hin. Ich genügend Geld, ey. Ich verdiene mehr Geld. Haben wir hier so einen kleinen Kreis noch. Dann können wir innen drin unsere Forstindustrie machen. Außerdem vielleicht noch ein bisschen Wohngebiet. Dass die Arbeiter da direkt hin können. Und dies können wir ja hier noch mit der Autobahn verbinden. Wie viel Geld brauchen wir? 9.100. Wir haben 1.000. Immerhin haben wir 1.000. Aber sonst ist das eigentlich eine schnieke Stadt. Ich würde hinziehen. Okay, würde ich nicht. Wenigstens haben wir das mit dem Stau hier schon mal ganz gut gelöst. Das funktioniert doch alles eigentlich top. Hier können wir die kleinen Straßen noch ziehen. Die kleinen Feldwege. Können wir ja nochmal fertig machen hier. Ja, es sieht jetzt halt überhaupt nicht so richtig krass nach Landwirtschaft aus, weil das halt irgendwie ein bisschen... Ja. Bisschen so, ne, so mehr so... Irgendwie so alles gleich halt, ne? Ist halt ein bisschen döf. Döf. Halt döf. Aber was willst du machen? Ist halt döf. Die scheiß Ampeln regen mich halt nur auf. Die Ampeln nicht weg. Was heißt, macht das denn hier? Abknicken, umschalten. Ja, was willst du mit abknicken, Digga? Voll im Ernst. Mir doch egal, ob das abknickt oder nicht. Aber die Ampeln sind halt scheiße. Die sind aber mega kacke. Ich hasse Ampeln. Oh, jetzt verpackt er. Es sind schon wieder so viele Gebäude leer. Warum, was fehlt an euch hier? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Warum die Schulen? Achso, Schulen, ja, bei dem Thema waren wir übrigens schon. Schulen sind wir gerade dabei. Wir rüsten auf. Oberschule sieht scheiße aus. Grundschule haben wir jetzt mittlerweile. Ja, da können halt sieben Schüler können momentan leider nicht zur Schule kommen. Ja, gut. Sieben Schüler, die kommen. Das sind halt, das sind die sieben, die eh schwänzen. Wie viel kostet noch eine Grundschule noch eine? 10.000, das ist ja viel zu teuer, eine Grundschule auch nicht gebaut. Aber ich würde sagen, das war es jetzt einmal für die Folge, weil schon wieder viel zu lang und ich habe wieder viel zu wenig erreicht, aber okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut da rinne. Tschüss.